Wir sehen vieles nicht, was um uns herum geschieht, weil wir Ignoranten sind. Weil wir wirklich nicht in der Lage sind zu begreifen, was um uns herum geschieht. Und weil wir abgelenkt sind von dieser Show auf der Bühne. Und diese Ablenkungen sind ja zum Teil wirklich trivialer Natur, sind so absurd, sind so geisteskrank. Aber wir geben den Dingen eine unglaubliche Bedeutung. Wir müssen nur wieder in uns selber die Macht erkennen und dann aufhören, anderen eine Macht zu übertragen, die wir besser bei uns behalten sollten. Und wir sind auf diesem Weg. Und bis es aber dazu kommt, wird es so lange schlimmer werden, bis wir eben wirklich diesen nächsten Schritt gegangen sind. Wobei, eigentlich müssen wir jetzt hierzu keinen Schritt gehen, denn wir sind schon da. Mit anderen Worten, diese Kraft, die ist ja schon in dir vorhanden, die muss nur wieder entdeckt werden. Und dazu ist es viel klüger, nicht weiterzugehen auf einem Weg, den andere dir vorgeben, sondern einfach mal innezuhalten, stehen zu bleiben und dich deiner eigenen Kraft zu besinnen. Und wenn wir über diese Strukturen hier sprechen, so wie wir das heute gemeinsam hier getan haben oder uns ausgetauscht haben, dann möchte ich damit auch immer erreichen, dass dir die Absurdität der Show auf der Bühne bewusst wird. Diese unglaubliche Absurdität. Auf dieser Bühne werfen Zwerge lange Schatten. Und wir haben es wirklich, wirklich verlernt, uns selber zu vertrauen. Und wenn wir uns selber nicht vertrauen, dann vertrauen wir auch nicht dem Leben. Denn unsere wahre Qualität, der Ursprung unseres Seins, das, was unsere Essenz ist, das ist das, was das Leben selber ausmacht. Das ist diese energetische Kraft, die durch dich hindurchfließt. Und kein anderer kann über diese Kraft bestimmen, wenn du ihm dafür nicht die Erlaubnis gibst oder dem großen Irrtum unterliegst, der andere könne diese Dinge besser tun als du, oder du dem großen Irrtum unterliegst, dass du ein gutes Geschäft machst, wenn du diese Macht an jemanden gibst, der dafür etwas verspricht, was er Sicherheit nennt und in Wahrheit nichts anderes ist als eine Illusion. Und das merken wir immer mehr. Aber das ist kein unbedingt angenehmer Vorgang. Mit anderen Worten, eine Illusion wirklich aufzugeben, bedeutet immer auch etwas, was als Verlust empfunden wird. Allerdings ist das, was dort verloren gegangen wird, nichts anderes als ein trügerischer Scheinfrieden, als etwas, das nicht wirklich etwas ist, das man vermissen sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du das heutige Video so verstehst, wie ich es dir gerne, ja, wie ich es dir gerne als Impuls weitergeben wollte und nicht in der Illusion hängen bleibst. Wir sehen, die Illusionen werden brüchiger und das gilt für im Grunde genommen all diese Illusionen auf der Bühne gleichermaßen. Und gleichzeitig spüren wir, dass wir nicht anders können, als dass wir zurückfinden müssen in unsere eigene Kraft. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Alles Liebe, Namaste und Namaskar.